Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3 hier bei mir, hier bei Traublau und unserer gealterten Shannon. In der letzten Folge hatte Shannon Geburtstag, sag mal hier. Und ihr seht sie hier einmal von vorne, einmal von hinten und Mann, sie kann sich sehen lassen, also das auf jeden Fall. Sag mal, okay, ich dachte, da oben sitzt jemand und beobachtet uns voll. Es ist ein bisschen. Ah, aber hier schaukelt tatsächlich jemand. Die Gescher. Ja klar, der Paparazzi. Von der Schaukel zu. Ich schaukel doch nur. Aber eigentlich beobachtet sie uns. Das ist doch klar. ja, in der vorletzten Folge ist ja auch Jake ausgezogen. Und ich habe sie hier umgestylt, die Shannon. Ich weiß jetzt noch nicht, was ihr gesagt habt zu ihr, da ich das im Anschluss jetzt gleich aufnehme. Und ich werde mich natürlich dementsprechend auch verhalten, also falls irgendjemand sagt, oh Gott, nein oder so, wobei ich finde es eigentlich ganz cool. So, und heute ist der letzte Tag, wobei das kann ich eigentlich jetzt stehen lassen, denn heute ist der letzte Tag der Staffel 2. Es ist viel in der zweiten Staffel passiert. Ich meine, vor allem haben wir viel geheiratet, jetzt ist 3 Uhr, jetzt wird alles geresettet. oh mein Gott, ganz schön viel. Schnucki Hill ist wieder festgesteckt. Ja, ganz ehrlich, Schnucki kann sterben. Annie möchte Meisterkochin werden. Wie ihre Mama, was? Ah, okay. Sind zurückgesetzt. Schnucki, Schnucki, Schnucki. Und 9722 Fahrzeuge wurden gelöscht. Ja, in der Staffel 2 ist ganz schön viel passiert. Nämlich unter anderem der Tod von unseren geliebten Haustieren. Morgan Venus. Ja, ihr seht an den Geist. Wir haben geheiratet, wir haben Kinder bekommen. Also, es war sehr ereignisreich. Oh, und den Müll wollte ich ja in der letzten Folge auch noch aufräumen. Wartet hier. Nee, habe ich nicht getroffen. Und wir wurden alt, wir haben ganz schön viel erlebt. Oh Gott, ihr habt alle Hunger, warum esst ihr denn nichts? Ja, du musst aber zur Arbeit. Ihr kocht halt, ne, ihr Dummies. Als Killer kocht Annie. Und da wir jetzt unsere Hauptprotagonisten praktisch alle haben altern lassen, würde ich schon sagen, dass das ein perfekter Zeitpunkt ist, einfach ja, die Staffel zu beenden. Und dann starten wir in die dritte Staffel, aber die wird sich grundlegend verändern, denn wir werden auf ein anderes Grundstück ziehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Da könnt ihr gerne schreiben. Soll ich, weil ich würde natürlich gerne ein Haus bauen, soll ich das aufnehmen, wenn ich das Haus baue? Also das würde dann ja ein bisschen länger dauern. Oder soll ich es einfach privat bauen, fertig bauen und dann gleich ins Gameplay starten? Also da könnt ihr euch gerne in den Kommentaren auslassen. Also ich hätte gegen beide Varianten nichts. Sag mal, aber du musst bald Klo. Du musst bald Klo. Auch sehr gutes Deutsch. Oh Gott. Nee, das ist der nicht. Schau mal, wir haben hier noch ganz viele Sachen. Und dann gehst du auch noch aufs Klo. Mr. Killer, Mrs. Killerin. Und ja, dann werden wir hier jetzt noch so einen kleinen Abschluss finden. Gewinne Waltraud als Freundin. Niemals. Die Waltraud ist gruselig. Ja. Shark, aber ganz ehrlich, du musst eigentlich arbeiten. Keine Ahnung, was du hier genau machst. Elea Conklin. Ja. Wer regt sich denn jetzt auf? Ganz ehrlich, du hast gar nichts. Oh, Phoebe, du bist's. Ich dachte, es wäre noch so ein Gast, aber die will halt in den Schaukelstuhl. Aber Shannon sitzt drin. Und ich denke, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Haus, ne? Weil wir haben jetzt zwei Seniorinnen und das Treppensteigen ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nicht mehr so einfach. Und deswegen werden wir im nächsten Part auf jeden Fall, ja, umziehen. Kommt halt darauf an, wenn ich das Haus jetzt bauen soll als Let's Play Part, dann ziehen wir halt jetzt noch nicht sofort um, ne? Dann bauen wir halt erstmal das Haus. Aber im Gameplay werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge beim neuen Haus starten.
Und heute werden wir uns nochmal so ein bisschen, ja, hier das Haus anschauen, das alte Leben Revue passieren lassen und einfach glücklich sein. So, Shannon und Phoebe sind zwar jetzt Seniorinnen, aber ich werde sie noch nicht in die Rente schicken, denn ich möchte auf jeden Fall, dass sie hier noch befördert werden. Und jetzt sind sie auch über den Tod der Katzen hinweg. Stillstand, ja, dann arbeite doch. Sind sie über den Tod der Katzen hinweg und jetzt haben sie auch wieder bessere Laune. Das heißt, wir können bestimmt bald befördert werden, denn unsere Laune ist auf dem Höchststand. Oh Gott. Du musst schlafen. Rose schließt bald die Schule ab. Habe ich die Mitteilung auch von Annie bekommen? Nee. Noch 4 Tage. Mensch, und dann ist schon die nächste junge Erwachsene, also die nächste Generation als junge Erwachsene am Start. Das ging schon schnell, muss ich sagen. Unsere liebe Rose und Annie. Boah, ey, du musst endlich mal die Maske absetzen. Boah, Venus. Ernsthaft? Sie ist ein Geist. Du kannst eigentlich durch sie durchlaufen, aber magst sie wahrscheinlich nicht. Ich dachte, unter dem Bett ist eine Falle. Wartet mal. Unseren Sims geht's gar nicht so gut. Rose kann gerne in die Schule, aber die anderen. Muss ich die entschuldigen? Kann ich die manuell irgendwie entschuldigen? Wartet mal, ich glaube, das müssen die Eltern machen. Nee, ne? Das sind Anrufen. Das ist es auch nicht. Ups. Kannst du dich dann von der Schule befreien lassen? Also nicht du, sondern Annie und Flora. Weil die sind halt echt mega müde und die würde ich ungern jetzt in die Schule schicken. Oder kann man das nur am Telefon machen? Also ich bin mit der Meinung, dass es ging. Schule anrufen irgendwie und dann sagen, ja, ich kann heute nicht in die Schule, weil ich krank bin. Ah, jetzt ist es eh schon zu spät. Im Internat anmelden, genau. Hä? Es gibt so viele? Ich dachte, es gäbe nur drei, aber nee. Nee, wir können nur uns praktisch krank melden. Ja. Na gut, dann müssen die Mädels halt da durch jetzt, ne? Ich meine, die Party hat halt lange gedauert. So. Ja, und Shark? Hä? Der ist zur Arbeit gegangen und jetzt muss er gleich wieder zur Arbeit. Das ist doch krass. Aber wir verstehen uns bestimmt jetzt schon mit dem Partner relativ gut, mit der Waltraut. Waltraut Hausierer. Ah nee, das ist jetzt unser Chef. Ah, das ist unser Partner. Ja, dann müssen wir uns beim Chef, glaube ich, auch ein bisschen einschleimen. Geht aber gar nicht. eigene Fälle übernehmen, komm. Und du musst hoffentlich bald endlich mal wieder einen Job erledigen. Ciao, Venus. Und du hast heute auf jeden Fall auch Job. Kollegen, ja. Aber wir können vielleicht noch ein bisschen kochen üben. Mit Phoebe? Frühstück servieren. Ja, okay, das ist so. Das geht. Also, das ist so ein bisschen easy. Machen wir mal Limettenkuchen. Also, das easy im Sinne von, das ist schnell gemacht und da levelt man nicht so viel. Und dann können wir die Rechnungen bezahlen und dann noch die Post nehmen. Und Shannon schläft so ein bisschen im Schaukelstuhl, im Nachthemd. Wie eine alte Oma. Willst du das wirklich auf dieses. Okay. Du schläfst mit offenen Augen? Oh Gott. Das ist gruselig. Okay, jetzt ist sie auf jeden Fall wieder fit. Aber Shannon, komm, wir besuchen jetzt mal den Jake. Techtelmechtel! Ja, jetzt kommen die Jobs auf einmal. Aber wir gehen jetzt trotzdem noch zu Jake.
Also, wir laufen noch relativ fit, ne? Ich werde auch keinen Gehstock kaufen, weil dann benutzen die den Gehstock für immer. Können wir auch so ein bisschen im Unterricht schlafen? Dann kriegen wir wieder Ärger, ne? Ja, komm, dann rumgammeln ist, glaube ich, auch nicht so gut. Machen wir mal durchschnittlich. Später in den Hausaufgaben sitzen. Oh Gott, Annie. Dann gammelst du, oder bist du jetzt fit genug? Ja, dann kannst du ganz normal, durchschnittlich. So. Jakey Jake. Oh Gott, was macht ihr denn da? Das klingt irgendwie ein bisschen. Irgendwie komische Geräusche. Ich glaube, ich habe die gerade gestört. Okay, wir werden schon reingebeten. Wann ist denn Joe nicht bei der Arbeit? Flitterwochen oder was? Ah, schaut mal, Jake hat noch sein Kostüm an. Ach nee. Ja, wir wollen doch in die Schule, Mensch. Haben wir jetzt Hausarrest? Habe ich weggeklickt, ne? Okay. Warte mal, nicht beschnüffeln lassen. Okay, ich habe nur ganz kurz geguckt, ob Annie jetzt Hausarrest hat und wenn ich sie jetzt dann in die Schule wieder schicke, dann ist das Chaos noch größer. Was ist denn mit dieser Abschiedsumarmung? Das verstehe ich nicht so. Aber wahrscheinlich habt ihr das schon geschrieben. Freundschaftlich begrüßen. Und die arme, arme Flora, hast du heute noch Kurs? Nee, zum Glück nicht. Dann kannst du nach Hause und dann kannst du auch dich ausruhen. So, du hast auch keinen Kurs. Du auch nicht, sehr schön. Aber deine Hausaufgaben hast du nicht gemacht. Dann mach mal hier noch Hausaufgaben. So, Jake. Wie geht's dir denn so? Ja, du bist verheiratet, ne? Er freut sich total. Das finde ich halt mega schön. Freundlich, loben, freundlich. In Erinnerung schwelgen an die gute alte Zeit. Weißt du noch, wie wir immer zusammen gekocht haben? Und geangelt? Wir haben nie geangelt. Ich bin jetzt verheiratet, Shannon. Das alte Leben, das lasse ich hinter mir. Und bin jetzt einfach nur glücklich. Okay. Kompliment übers Haus machen. Dann werden wir noch freundlich. Magst du uns, Joe, oder pust du uns gerade wieder aus? Mit gutem Aussehen prahlen. Schau mal, ich bin jetzt alt, aber ich sehe immer noch besser aus als du. Stimmt's? Geschichte erzählen und dann werden wir auch zum Job gehen. Komm, wir geben ihm noch ein Geschenk. Was könnten wir ihm denn geben? Wir haben ganz schön viel. Poster von die Typen mit Schlips und Anzug. So, und dann gehen wir zum Job und werden hier an unserer Karriere feilen. Können wir gerne machen, Schreibfähigkeit ausbauen. Ist es nicht so, dass man hier sogar Schreibunterricht nehmen kann? Charisma, okay. Schreibunterricht, ah, genau, kann man ja nur bei dem Pressehaus. Nehmen wir dann einfach mal. Nee, wartet, das ist hier. Genau. Es sieht so aus, als würde Michi Annie anschneiden. Die Michi, die ist so eine doofe Kuh. Shit. Jake wollte unser Geschenk nicht annehmen. Ach, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach zu Helena Berrios. Mach's gut, Jake. Aber also bei Karriere hat sie ihre grauen Haare. Also das verstehe ich nicht so. Da hinten die Auftritte. Mit der lustigen Clown-Musik. Sag mal, ihr seid ja. Ja, ihr seid Geschwister oder so. Sag mal, sie ist Paparazzi und macht dann auch noch hier so irgendwelche Auftritte. Naja, sei es drum. Also, ich will befördert werden. Ich will befördert werden. Startet in 2 Stunden.
Nö. Ah, wir sind hier. Hä? Ich wusste gar nicht. Den Pool habe ich noch nie wirklich bemerkt. Aber schön, dass es einen Pool gibt. Sag mal, wo ist die jetzt? Shark wurde befördert, oder? Herzlichen Glückwunsch! Wir sind Sonderbevollmächtigter. Okay, was für ein cooler Job. Level 8, sehr schön. Müssen wir ein bisschen Laune Berichte schreiben. Sag mal, was ist denn das hier für eine Diva? Ich habe einen Stock in der Hand. Und ich verdresche dich, wenn du nicht nett bist. Und wer ist hier ein Hotdog? Jenny, die hat sich immer noch nicht ausgezogen. So techtelmechtel will diese gute Dame. Da helfen wir ihr natürlich. Die sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, das geht schief, ja. Ernsthaft? Und damit soll ich ein Techtelmechtel machen? Ja. Und jetzt rennt sie gleich. Ich muss ein Techtelmechtel machen. Sänger, komm, wir machen hier mal ein romantisches Synchrogramm für Marcy. So. Ah, wartet mal. Das ist gleich unser neuer Job. Dann nehmen wir die doch gleich. Die Gelegenheit. So. Athletikfähigkeit um. Nee. So, mit Annie gehen wir jetzt zum Schreiben. Und du musst echt schlafen. Sehr schön. Ja, sie hat ein erfolgreiches Training abgeschlossen. Das hat natürlich. Das sind wir natürlich gleich dabei. Boah, wir sind es gleich. Wir sind gleich Level 10. Komm, Jenny, ich gebe dir noch ein cooles Synchrogramm. Und wer ist hier noch so? Die geben wir auch noch. Für jemand Besonderes. Komm, Jenny, hör auf mal, Ballett zu tanzen. So, mal gucken. Kommst du jetzt zu uns? Ja, weißt du, das ist ein Service. Oh, es wird spannend. Ich will nämlich Level 10 werden. Ah, ist das nicht schön? Jetzt hat sie auch so eine Stoffpuppe bekommen. Und? Noch einmal, glaube ich. Oh, es ist spannend. Ich bin aufgeregt. Sophie muss auch befördert werden. Bei Chef einschleimen einfach mal. So. Ich meine, wir hätten noch einen anderen Job. Mal gucken. Ah, schau mal. Ah, Jenny, will nochmal ein Synchrogramm? Na gut. Warte. Dann mach das doch gleich. Und was willst du jetzt zur Feier des Tages? Ah, okay. Also ich denke, jetzt sind wir dann gleich auf Level 10. Und das ist natürlich super. Dann hat sie ihren Lebenswunsch erfüllt, die Shannon. Und sie hat Hunger. Aber das werden wir einfach lassen. Und. Noch nicht ganz. Wirklich noch nicht ganz. Komm. Das holen wir uns jetzt. Oder warte. Die will eins. Also, sie will jetzt nicht wirklich eins, aber wir geben ihr eins. So, lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur singen, okay? Ich bin ein Star. Sehr gut. Also, Annie hat jetzt Schreibfähigkeit. 14 Simoleons. Mehr in der Stunde hat Phoebe ausgehandelt. Hoffentlich geht's jetzt. Komm, Shannon. Level 3 hat. Oh mein Gott. Yes! Lebenswunsch erfüllt!
Warum weinst du denn da? Das ist ja geil jetzt. Glückwunsch, Shannon wurde in dem Stadtrat der Stadt Twinbrook zu einer verliehen. Geschafft, der Traum. Bewundere. Shannon verdient jetzt in der Woche 3000 Sekunden. Oh mein Gott, das ist krass cool. Und wir haben es wirklich geschafft. Stimmlegende. Yes. Also ein bisschen unspektakulär jetzt. Aber mega cool. Wir haben natürlich ganz viele Lebenspunkte erreicht. Und komm, mit Phoebe schaffen wir das auch noch. Und du musst jetzt schlafen, genau. Und Shark wurde ja auch befördert. Mensch, heute läuft's. Und ihr beiden schlaft auch schön. So, und du, was machst du jetzt? Was trinken, damit du noch mehr auf die Toilette musst. Ich spule das jetzt so ein bisschen vor, damit wir das auch noch erleben. Ah, Mist, ist männlich. Das sind die weiblichen Toiletten. So, und dann musst du ja auch noch was essen. Wo kann man hier was essen? Ja gut, wir gehen dann einfach nach Hause. Und da kannst du dann essen und dann schlafen. Yes. Hä? Level 10? Ach, wir sind erst auf Level 9. Ach, Mist. Ah, shit, habe ich voll vergessen. Ah, schade. Aber was war jetzt hier so irgendwie nicht so gut? Weiß ich nicht. Also irgendeine traurige Musik irgendwie. Aber meine Lieben, damit würde ich jetzt auch die Staffel 2 beenden. Wir sind jetzt mit Shannon zur Stimmlegende geworden. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Grund, dass unser Leben jetzt total verändert. Denn wir sind jetzt einfach, ja, auf dem Höhepunkt unserer Karriere angekommen. Mit Phoebe schaffen wir das auf jeden Fall auch noch, das sage ich euch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Apropos, Shannon wurde auch ein bisschen vorgespult, voll gemein. Aber gut, das kann ich nicht ändern. Und ja, also Staffel 2 war ereignisreich, Staffel 2 war traurig, mit Phoebe wurden wir betrogen, wir haben Kinder bekommen und wir hatten Verluste zu verzeichnen, unsere Tiere sind gestorben, Jack ist ausgezogen, Shark wurde auch zu einem, ja, anerkannten Gesetzeshütermann und ja, ich bin einfach mal gespannt. Wir werden jetzt dann ein neues Haus bauen und ich habe ja gesagt, ihr dürft gerne entscheiden, ob wir es zusammen machen wollen oder nicht. Je nachdem. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von einer erfolgreichen Staffel 2 und freue mich auf den Fortgang. Und ja, dann sage ich, macht's gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart und lasst es euch gut gehen. Und ich sage, ciao!